Die Ortsfeuerwehr Schwarme und Martfeld sind in der Samtgemeinde Buchhausen-Vilsen sind gegen 13.20 Uhr mit der Alarmmeldung Verkehrsunfall eingeklemmte Personen auf diese Kreisstraße hier alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnten wir schon nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Der Fahrer war mit seinem Mercedes frontal mit der Fahrerseite gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug hat zunächst gebrannt. Ein LKW-Fahrer, der auf den Unfall zugekommen ist, hat zunächst dann mit einem Feuerlöscher den Brand gelöscht und wir haben dann die Totenbergung vorgenommen. Wie sieht denn das Wrack aus? Wie würden Sie das beschreiben? Ja, total Schaden. Also für so ein etwas neueres Auto, das war also ein Mercedes, würde ich sagen, Baujahr so 2010, wo auch sehr viele Hartstähle verbaut sind. So etwas habe ich also auch noch nicht gesehen in meiner langjährigen Zeit hier. Also das sehr verformtes Fahrzeug und der Fahrer hatte also auf keinen Fall, der hatte keine Chance. Laut Polizei 50er-Zone? Ja, hier ist eine 50er-Zone und das Fahrzeug muss augenscheinlich weit über 100 gefahren sein. Es ist Nassauer Straße, wobei, klar, auf dieser Strecke, das ist eine vielbefahrene Strecke, Verbindungsstrecke zwischen den Landkreisen Pferden und Diepholz. Vielbefahrene Strecke, wobei hier natürlich nicht ohne Grund eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, weil hier schon häufiger mal Verkehrsunfälle passiert sind. Ob es jetzt an der regennassen Fahrbahn gelegen hat, kann ich nicht sagen. Da muss ich auf die Ermittlung der Polizei verweisen.